So, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Supreme Supreme Commander. Commander! Force Alliance. Ist richtig. Heute machen wir etwas, was wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht haben. Wir haben es gemacht, aber nie aufgenommen. Wir spielen ein One-on-One. Hatice, wie würdest du dieses One-on-One nennen? Ich kann Love es nicht aussprechen. Supreme. Ja, genau, ich kann es nicht aussprechen, weil es sonst anfange zu kotzen. Hatice spielt gegen mich Theta Passage oder Theta Passage, keine Ahnung, wie man es ausspricht im Englischen. Theta wahrscheinlich. Oder Ja. Theta, das ist ja was Griechisches. Ja, genau. Bist du bereit, Hatice? Theta, Wir sind ja. wieder live bei Twitch. Einige Leute schauen zu und ich nehme auf. Hatice kann man im Stream sehen, mich in der Aufnahme. Bereit, Hatice? Wir im Stream noch, im TS noch mit dabei, der Hendrik, der Chris und der Marc. Und los geht's. Oh Falls es Mann. einem auffällt, ich habe meine Auflösung geändert. Ich spiele jetzt auf 2560 mal 1440. Nein, WTF, one diese, on one. diese Da oben Pixel, links. diese Farben. Das können wir alles sehen immer in der Aufnahme. Not. Wieso ist es so dunkel bei mir? Das ist bei mir auch dunkel. Voll peinlich, ich kann das nicht. Jetzt müssten wir eigentlich so ein Chris hätten wir eigentlich mal beten müssen, das Ganze so zu kommentieren, aber so, dass halt wir beide es nicht hören können. Das wäre witzig. Hätte so einen gewissen. Ja, weil ich Ja. auch so viel Ahnung von da, von dem Spiel hab. Ja, das ist ja auch das ist ja auch der Fun Fact dabei. Meine Maus hängt. Da gehen sie los, die ersten Ausreden. Und ich hätte schon wieder im Hintergrund angeschrien. Alter, auf 2500 ist das schon krass, ey. Ich hier auch die Punkte gucke, Hatice führt hier. Zeigt eindeutig ihre Qualität im Early Game. Der war gut, Sie musst du kann mich ja dazu. natürlich auch hören. Es ist natürlich auch geil, dass du mich hören kannst, weil dadurch bist du angreifbar. Du aber auch. Ich lasse mich nicht von ihr ablenken. Wenn sie redet, das ist für mich wie Musik. Was? Oh, ist nicht als Wie die Kompliment. Fischermusik, ne? Ja, genau. Atemlos Durch die Nacht. durch den Schacht. Ah, hier steht noch ein Ding auf Oh Schacht. fuck, ich glaube, die Hausfrau ist sauer auf mich. Die Hausfrau? Was hast du Ich denn hab getan? den Wäscheständer weggeschossen. Die Hausfrau ist deine Mutter? Nein, ich habe den Wäscheständer weggeschossen. Aus Versehen. Ich bin voll rot und schwitze wie ein Schwein, weil ich so aufgeregt bin. Romeo. So. Das wusste ich, dass der TJ jetzt hier. Das Ganze so spielt.
Furchtbar mich. Ich übertreib's gerade, ich muss gerade zu viele Sachen zeigen, ich bin so blöd. LOL. LOL, was? Nix. Also ich glaube, die Aufnahme wird der Burner bei euch. Warum? Weil ich eine stundenlange Stille. Ja, stimmt, wir müssen auch mal reden, Tim, los. Ja, wir müssen, wir sind hier nicht zum Reden da. Stundenlange Stille. Wunderbar, die Aufnahme mit stundenlanger Stille. Ja. Das soll auch mal erstmal hinkriegen, Mann. Ja, da gucke ich lieber vor, als ich seine Videos. Ja, ja. Oh, jetzt hat er wieder Werbung für jemand anderes gemacht. Der Markt ist auch am absteigenden Ast. Hat überhaupt meinen Commander gesehen? Ach, da ist er doch. Ich würde lieber unsere Videos gucken wie dem seine. LOL. LOL, was? Mein Fisch hat gerade Wasser aus dem Aquarium rausgespuckt. Was? Auch nicht schlecht. Kann ich gleich putzen. Ja, schön. Ich hab so kleine Spuckfische. Die spucken. Nee, kann ich wieder putzen. Oh Gott. Hey, wir haben einen neuen Follower. Hi, Lord Bombe. Du bist so eine geile Bombe. Das gibt's doch nicht. Wie es sich erschrocken hat.
Ja, liebe Zuschauer, wie ihr bestimmt sehen könnt, beide kloppen sich links und rechts. Einheiten prallen aufeinander. Wer wird der Sieger sein? Das wird sich entscheiden. Das seht ihr nach der Werbung. In der nächsten Folge von... Jetzt müsste eine Zündung kommen, verdammt. Während Tim voller Konzentration die Ruhe genießt, können im Big Brother Haus Hatice beobachtet werden. Geht auf den Link und beobachtet Hatice im Big Brother Haus, wie sie gerade ihre Challenge absolviert. Mann, ich habe Stromprobleme, sei ruhig! Scheißegal. Ich habe Stromprobleme, ist mir egal. Klar habe ich. Was denn? Natürlich habe ich Stromprobleme. Tim will immer wissen, warum wir lachen. Er will doch wissen, was Hatice macht. Ah, so aufgeregt. Ich bin so, Alter, bin ich aufgeregt. Mein Tim könnte es sich einfach machen, einfach mal seinen Kopf etwas nach links neigen oder nach rechts, keine Ahnung. Das wird dann gecheatet. Achso, das machen wir aber nicht. Was macht mein Commander da hinten? Frühstück. Oh, ist der so blöd, ey. Ich bin so behindert. LOL? Was LOL? Ist das schlecht, was ich mache? Oh mein Gott, was mache ich? Ich mache alles falsch. Das wissen wir. Das wissen wir, Teacher. Das ist nichts mehr. Rambanks 32 fragt Hatice, warum hast du so einen großen Kopf? Was? Einfach mal aus dem Rhythmus bringen, ne? Warum habe ich einen großen Kopf? Nein, das ist ein Witz, Mann. Das hat jemand gefragt. Willst du mich fahren? Mach ich gerade was Falsches? Hä? Okay, wie brech ich was ab, weil ich mit dem Commander angefangen habe? Ah, okay. Gar nicht. Ich bin gerade krass irritiert, das ist doch unlogisch. Ach, da! Ja, dumm, wenn man nicht weiß. Wow, Tim, Alter! Was sind das für Einheiten? E4. Ja. Hatice hat gerade den taktischen Kniff des Scoutens benutzt. Dadurch konnte sie sehen, was Tim gebaut hat. Ja, dumm nur, dass ich nicht hingeguckt habe, was er gebaut hat. Weil ich gerade versehentlich was jetzt ganz... Jetzt ist witzig. Und Tim Glück kontert. Und scoutet ebenfalls. Ich bin ein Talent Bomber. Machen wir hier ganz dezent die Musik an. Ganz laut, dass ich die Schüsse noch höre. Oh, komm schon, mach doch mal hin, ne? Mama braucht ein Radar. Das Stream ist ein bisschen im Lenken bei mir. Bei mir ist er abgestürzt. Oh. Immer wenn Tim und Hatice streamt, ich weiß nicht wieso. Twitek hat geschrieben, scoute die Basis und wenn er keine TMD hat, Tech-Sniper einfach das komplette Teil. Danke, ne? Was? Dass du mir einen Typ hier einen Tipp gibst und du das einfach mal vorliest. Den Tim kannst du auch lesen. Nee, Tim hat den Stream nicht offen extra, damit ich das nicht sehe, ja, was ihr ja geschrieben wird. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist wirklich so. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Die Firma. Wir haben einen Panzer gefunden.
ist eine Lüge, es kann nicht laggen. Doch, ab und zu mal. Im dezenten Falle. Ey, ihr Hurensohne. Ey, du Spasti. Wie kann man zwei psychologische Profile beobachten? Profil 1, die Ruhe selber. Man hat keinen Mucks von ihm, absolute Stille. Man weiß gar nicht mal, ob er lebt oder überhaupt schon verhungert ist. Während Subjekt 2 oder Proband B wahllos Beleidigungen in das Mikrofongerät vor sich hineinspricht, die Konzentration des anderen jeweils herauszufordern. Mikrofon war aus. Nee, war nicht. Ja, wir hallen, weil der Typ, mit dem ich spiele, neben mir sitzt. Der Typ. Deswegen hallen wir auch. Ich kann noch was zu Supreme Commander sagen, ein bisschen. Gerade ziemlich interessante. Ah, wie dumm bin ich denn? Die eine Fabrik baut ja nichts. Warum sagt mir das denn keiner? Weil wir es nicht dürfen. Verdammt. Da ist was dran. Deswegen habe ich so wenig Einheiten. Supreme Commander wurde von Chris Taylor entwickelt, der auch für Dungeon Siege sich verantwortlich zeigte. Weiß ich gar nicht. Wie sie immer wissen, wo man steht? Krankheit. Danke, gleichfalls. Zu spät habe ich schon. Nee, klar können Zuschauer helfen. Also die Zuschauer können ihr helfen, mir halt nicht. Krankheit. Ach, danke, gleichfalls. Habe ich schon. Ach. Ich bin voll überfordert, also puh. Twitek, ich würde gerne mitlesen können, aber ich bin gerade so aufgeregt und oh, ich schwitze. DJ Muffin zu schwitzen. Krankheit. Ey, so eine fucking nochmal. Scheiße, Alter. Daniel hat sogar seine Folge gepostet in Blendezeit über WhatsApp. Tod, ey. Da ist jetzt an mir die perfekte Bussi. Hachizu will mich snipen. Halt's Maul, will ich nicht. Kann nichts anderes. Ja, hab ich auch gerade gedacht, die kann nichts anderes. Oh, das kann sie wenigstens. LOL, Mann! Ich
Ich sag nur Micromanaging! Hab ich was verpasst? Ich kann Micromanaging auch mit Tech 2 bombern. EZ? Ja. Hallo Jojojo, schön, dass du da bist. Es ist immer schön mit dir. Ziel des Spiels von Supreme Commander ist es, die gegnerischen ACU zu vernichten, falls es Leute nicht mitbekommen haben. Das haben bestimmt voll viele nicht mitbekommen. Also, anders als anderen Spielen, die komplette Vernichtung ist nicht nötig. Nein, nur die ACU, also der grause, bucklige Roboter. Lol, One-Hit. Hat jemand mal einen Tech 2 Techniker gesehen? Nein, ich auch nicht. Ich dürfte aber nichts zu tun haben. Ich hab Scheiße gebaut. Das wissen wir. Oh, ich bin so gut. Auch das wissen wir. Scheiße, ich habe jetzt wieder einen Fehler gemacht. Egal. Wissen wir. Echt dumm. Weiß. Danke, es bringt mir aber nicht viel, wenn du die ganze Zeit sagst, dass ich dumm bin. Okay, du bist die Beste in diesem Spiel, du kannst jeden Blatt machen. Tim, warum zieht sich dieses Spiel so lang? Weil Tim sich gerade innerlich kaputt lacht. Warum?
Weil er wahrscheinlich irgendwas macht und mich gleich töten wird. Weil er dich schon 10-mal bestimmt killen könnte. Ach, war so klar. Hallo, das ist Tim, nicht Nils, ne? Aber was macht der denn? Ich bin doch 100-mal drüber geflogen. Ich hab doch nichts gesehen. Hi, Lord Bombe. Du bist cool. Ich weiß auch nicht, der Mann schafft alles, ey. Der baut sich immer wieder auf, alles gut und so. Hat von dem Besten gelernt. Ich hab keinen Plan, ey. Einfach keinen Plan. Da ist so nix. Jo, mach ich jetzt auch. Du hast auch recht, sorry. War echt mal dumm von mir. Das ist eigentlich jetzt auch das, was ich machen will. Aber mein Problem ist, ich bin voll aufgeregt gerade, deswegen spiele ich auch jetzt nicht mehr so gut. Das setzt mich einfach unter Druck, dieses Spiel. Das macht mich immer so fertig. Fehlt leider auch eine ganz, ganz bestimmte Sache. Ich Idiot hab's einfach vergessen. Das wäre? Sag ich nicht. Boom. Null! Auf der Hauptstraße, nicht gut. Das schaff ich gar nicht. So unrealistisch. Was ist unrealistisch? Was ich da gerade überlegt habe zu tun? Nein, ich guck deinen Stream doch gar nicht, weil er abgeschmiert ist.
Was ist denn jetzt passiert? Wieso ist die Aufnahme gedingst? Soll ich es wiederholen? Hammer, hat der Schild, der Tim? Woran sieht man das, ob man Schilde hat? Ich habe alles verloren gefunden. Wie habe ich das denn hingekriegt? Würdest du sagen, wenn ich die Screen gucken würde? Ey, ich bin gerade voll traurig. Ich dachte, das wär's. Du verloren was? Ich hab alles verloren, was ich hatte. Ich check's nicht, warum. Hey, eben ist das Stream abgestürzt, Leute. Ich weiß nicht, warum. Und es tut mir auch unglaublich leid. Ich hab Scheiße gebaut. Müssen wir. Dann hör auf, mir zuzustimmen. Nö, Frauen muss man immer zustimmen. Ist doch so. Fahr mal das Dorfschild um. Blums. Stadtkampf, Scheiße. LOL. Alle haben einen Job. Ich habe Langeweile. So, ist es hier im Block. So geht es hier Tag ein, Tag aus.
Oh, go, 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 go. Sinnlos. Hallo Odin, Biernot. Aha, Tim, das Spiel stresst mich. Ich kann nicht mehr. Es läuft nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hast du es eingestellt, dass meine Einheiten schlecht sind? Wie viele Leute schauen denn zu, wenn ich mal fragen darf? Jetzt 8. Ich bin so schnell. Das kotzt mich gerade so an. Warum dauert denn das Scheiß so lang jetzt? Das Scheiß. Fleischpastete GmbH, okay, was für ein Username. Supreme Commander Forged Alliance. Ein Strategiespiel. Oh, mein Nacken. Oh, ich bin nicht so gut in dem Spiel. Wissen wir. Aber auch nicht so schlecht, ne? Würde ich jetzt mal so. Wenn ich das hier sehe, sagen. Schloss Neuenschwanstein. Schwein! Leute. Hat funktioniert! Ich dachte, ich komme da nie durch. Du Kacknoob! Was soll das? Ups, eine Parkbank weniger. Eine ganz bestimmte Sache echt vergessen, ey. Wo ist denn jetzt dieser fucking Techniker? Und hier sind einige Einheiten verbuggt oben bei dir. Ich mag das Spiel, ich will guter werden. Wir sind guter. Besser werden. Guter, ja, sehr gut. Can see great potential in your words. You want to become gooder. Yes. Not better, just good.
Ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Gerade bin ich echt überfordert. Das könnte man wirklich als Disney-Film so aufziehen. Following the young story of a young girl who tries to play a strategy game without any knowledge, she can do her best. Was ein Scheiß. Beendet! Game over! Was ist passiert? Guck den Stream. Ich bin gerade im anderen Spiel, deswegen. Beschreib es doch mal in Worten. Ich hab nur gerade 10 Sekunden lang auf Hatice geguckt, einfach nur sie angeschaut. Um dann plötzlich zu sehen, wie sie erschreckt. Ha! Ich hab einfach sie mit 6 Raketen gekillt. So, Nukes oder was? Ich hab, ja, klar, ich hab gesehen, eine taktische Tank 2. Hey, ich hab gesehen, dass sie da schon die ganze Zeit 5 strategische Bomber hat und ich wusste, dass ich mit meinen Einheiten da so erstmal gerade nicht durchkomme, weil sie am Boden zu stark war. Sie hat einfach ihre Karte überhaupt nicht ausgespielt. Sie war eigentlich besser. Ich meine, Hatice hat 133.000 Punkte, ich habe nur 112.000 gehabt. Das ist echt gemein. Und dann habe ich einfach jetzt gerade gedacht, Tim, ganze Repertoire, was hast du noch auf Lager? Ja, Mann, taktische Raketen. Und dann das Geile ist, ich habe ja durch ihre ganzen Einheiten, die du bei mir rüben mal liegen gelassen hast, durch dein Tick 3, was gestorben ist und so. Voll viel Masse. Ja, ich stand unter einem Schild, als du mich snipen wolltest. Im Tick 2 Schild stand ich da drunter und ich habe da genügend Tick 2 Verteidigung gehabt am Boden mit der Luft. Du aber hast praktisch mit zu wenig Einheiten am Snipen. Ey, es waren 14 Bomber. Wie viel waren das? 14. Es war zu wenig, das Schild war stark genug und es wurden schon genügend vor oder beziehungsweise kurz danach dann auch zerstört. Aber das war jetzt gerade ja ein schöner Moment. A young girl which gets owned by her boyfriend every day, every hour. Er ist echt arrogant. Ich finde, du hast das nicht schlecht gemacht. Also ich habe, also der Chris hat ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass ich in so eine innerliche Ruhe verfallen wäre. In der war ich gar nicht. Ich war daran überlegen, was für Möglichkeiten ich noch alles habe, weil du scheinbar durch diesen Anfangsmasse-Boost, weil du ja mehr Masse hast als ich, besser gespielt hast. Und dann, du hast wahrscheinlich 1-2 Sachen nicht ausgenutzt. Ja, ich war voll gut. Ich hatte Tech 3 Luft, Tech 3 Boden, gleich nochmal Tech 3. Aber alles nicht in Masse. Dadurch ist auch zum Beispiel dein Tech 3 nicht durchgekommen. Ja. Denn Tech 3 hat es nicht geschafft, vorbeizukommen, weil ich mehr Masse hatte. Ja, ich weiß. Das machen viele Leute auch fehlerhaft, dass sie oft zu früh auf Tech 3 gehen. Aber das war gerade so geil. Wirklich, ey. Ich hätte das filmen müssen. Sie guckt so schön auf ihren Commander. Der geht einfach hoch. Es war echt gemein. Gucken wir uns mal kurz an, was hier. Nicht schlimm. Ja, da guckt einer, der heißt Absolut Despair. Ja, so geht's mir auch. Despair? Ja, das war scheiße. Hat irgendjemand hat jemand geschrieben, dass es scheiße war? Nein. Warte, mach ich schnell. Voll traurig. Ja. Oh. Du hast auch, guck mal, du hast fast 700 Kills, ich nur 400, du hast 150.000 Masse, ich hab nur 120.000. Du hast 2 Millionen mehr Strom als ich. Also eigentlich alles besser. Und das habe ich auch gespürt. Und dann habe ich mir gedacht, du musst eine Sache eben richtig machen, weil du hast alles gemacht. Du hast Luft gemacht, Tech 3, Boden Tech 3, aber nichts auf Masse. Dann habe ich gedacht, also Boden Tech habe ich ja dann nur Tech 2 gespammt, weil das habe ich als einzige Möglichkeit gesehen, zu bestehen gegen dich am Boden. Oh. Mann. Was hat's denn für T3-Einheiten gehabt? Welche hast du? Tricks. Ja, aber halt nicht viele. Das war das Gute. Ja, aber auf Distanz halten, da hat die T2 keine Chance mehr.
Hat sie aber nicht gemacht, sie ist voll reingelaufen. Und dann, war noch mein Commander mit Overcharge. Aber das Geile ist, hat Teaches Gesicht gerade. Sie hat die Supreme Commander Stressflecken überall im Gesicht. Das ist echt so, wenn die das spielt, könnte man, die hat einen allergischen Schock danach. So, sie hat so Stellen, die sind total rot, dann ganz weiße Stellen. Generell sieht sie total aus, als würde es ihr überhaupt nicht gut gehen, ja? Na gut, es hat mal wieder Spaß gemacht. Ich bin auch echt froh, dass ich hier als Sieger rausgegangen bin. Ich habe mich echt auch schon aufgeregt, ja, wie oft du mir den Strom kaputt gemacht hast da. Aber ich habe mich zurückgehalten, weil ich mir immer gedacht habe, man muss weitermachen, ja. Voll traurig, ja, weil ich echt gut gespielt habe. Ja. Jetzt musst du auch wieder wie Disney aufziehen. Ein Junge, der dachte zu verlieren gegen seine Freundin. Erinnerte sich an die alten Tugenden. Okay, dann gib Gas. Warte mal, ich muss das, ich lache jetzt nicht, weißt du? Follow the story of a young boy who is losing against his girlfriend every day, every hour to remember his own habits. War falsch. Das ist so falsch. Ist egal. Es ist witzig. Ich glaube, wenn wir Supreme Commander spielen, dann lassen wir dich am Anfang immer so eine Ansage für unsere englischsprachigen Zuschauer machen. This story is about five guys. Some of them appear to be gay. Some of them are really, really stupid. But there's one thing that connect each other. The passion of winning strategy games. Okay, alles klar, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin auch eigentlich gerade durch, ey. Macht's gut und bis dahin. Ich beende dann auch mal den Stream. Tschüss. Tschüss.